So, mein Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Normalerweise lügt man bei sowas ja immer, wenn man sagt, boah, ganz viele Leute haben mich gefragt, aber diesmal haben mich wirklich ganz viele Leute gefragt, wie das aussieht mit einem Auge auf Shindy-Song. Bin in Düsseldorf gerade wegen Comedy-Auftritten, deswegen habe ich mein Setup nicht dabei. Aber trotzdem kann ich ja wie immer ein bisschen freestylen. Also, ich denke, ich war genauso überrascht wie jeder Einzelne von euch. Der hat sein Album rausgehauen. Also Promophase brauchen wir nicht drüber reden. Ist Hundepiss, Fickkotze mit Kackscheiße obendrauf gewesen. Katastrophe. Deswegen maximaler Druck auf dem Album. Vorher schon die Tour angekündigt mit Arenen, wo man sich denkt, das wird schwierig. Und dann haut der ein Album raus, was, glaube ich, nicht sein bestes Album ist, aber was ganz klar ein sehr gutes Album ist. Ich denke, da gibt es keine Diskussion. Es gibt natürlich immer ein paar Hater, die dann sagen so, nee, also wegen dem Schlafanzug sagen die dann, das Album war whack. Aber, Digga, das Album ist gut. Ist ein super Album. Ist ein Monster Easy Listening Album. Die Single-Auskopplung war nicht ganz so geil gewählt. Ich will da auf jeden Fall nicht auf den Animus-Zug aufspringen. Und, also, das wäre, glaube ich, wieder ein neues Video, wie ich mich darüber aufregen könnte, dass der Animus einfach sagt, der Bayern Freestyle wäre whack. Sind wir jetzt bei Yoga-Milfs und Sojamilch und sind wir jetzt hier im, wer ist denn bitte Rummenigge? Man halt die Fresse, Mann. Wenn du keine Ahnung vom Fußball hast, ist ja okay. Aber mach nicht den Bayern-Freestyle rund, weil der ist safe gut. Überragende Punchlines, geile Vergleiche, Bombe durchgerappt, ein super Song. München, Lapavoni, ich ficke hart mit dem Staatsballett, Dicker. Brauchen wir nicht drüber reden. Egal. Ich bin leicht abgeschweift. Auf jeden Fall, Centani war jetzt auch nicht, fand ich auch nicht geil, aber es ist ein Easy Listening Song. So, das Album ist Monster gemacht. Ist für meinen Geschmack, also mein Lieblingssong vom Album, wie man sich wahrscheinlich denken kann, ist hier das Church-Ding auf jeden Fall, weil das in meiner Meinung nach der einzige ist, der nach vorne geht, wo auch gedisst wird und wo ein paar Punchlines sind und so. Der Rest ist wunderschön geschrieben. Phonetisch, Beats, Samples, Ästhetik, 10 von 10. Aber mein Geschmack ist halt Go to Church so. So, und dann hat er das Album draußen und kündigt dann einfach, danke für euer Feedback und um 0 Uhr kommt was. Und da kommt einfach Free Spirit. Ich habe erstmal nichts dabei gedacht. Ich habe es einfach gelesen, dachte mir, okay. Ich habe auch gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, weil ich verfolge diese Kolle-Promo-Phase. Ich verfolge die von Kolle, ich verfolge die nicht, weil. Für mich ist das eh nicht mehr toppbar, was die damals so gemacht haben. Es ist auch so ein bisschen played out und so auf das berufen, was eh zieht. Ist auch alles schön und gut, mag auch geil sein, aber ich habe halt im Free Spirit, habe ich erstmal so gedacht, hey, okay, ich habe nicht direkt gewusst, das ist jetzt eine Antwort auf irgendwas, ne, auf In meiner Blüte von Kolle. Dann geht das Ding los. Die ersten paar Takte, schön, jetzt Botox und dann haben wir hier ein bisschen aufgeräumt, aber mein Sohn geht bald zur Schule, ich muss ein paar Sachen klarstellen, denkst du schon so. Okay. Und dann, also ich habe hier nichts vorbereitet, kann mir das nur out of hier, top of the dome, out of my head. Ich fange einfach mal an. Also das Ding ist, es ist kein übertrieben krasser Diss-Track, aber es ist ein übertrieben krasser Diss-Track, wenn ihr wisst, was ich meine. Also es ist nicht, der wird jetzt niemals irgendwann in den Top 5, der ist jetzt kein Urteil, das ist kein, wie hieß nochmal der erste von Kolle gegen Flair? Fanpost, genau. Ist kein Fanpost, ist kein, keine Ahnung. Es ist kein Leben und Tod, ist keine Glöckler. Sowas ist es nicht. Es wird nie in den Top 5, glaube ich, aller Zeiten sein, aber es ist ein krasser Diss-Track, weil das Momentum ist krass. Also der Überraschungseffekt war anormal. Keiner hat, denke ich, damit gerechnet. Und wenn man sich denkt, okay, jetzt kommt ein Diss-Track, da denkt man sich ja, okay. Weil für mich zum Beispiel Shindy hier gegen K1, alkoholisierte Pädophile ist für mich, der ist schon Top 5 würdig auf jeden Fall, den finde ich überkrank. Da weiß man ungefähr, was der kann, aber das ist jetzt nochmal ein anderer Shindy und mein Dicker, der haut hart auf Kacke, ne? Der haut hart auf die Kacke. Also voll nach meinem Geschmack, wirklich voll nach meinem Geschmack, weil ein paar Leute haben auch gesagt, ich habe den Animus-Podcast gehört, so, ja, auf Mutter und so steht dem nicht, doch, das steht dem auf jeden Fall. Weil das Geile ist, wenn jemand, der immer laid back ist, auch mal sauer wird und das auch noch delivern kann. Ich finde, wenn Shindy sagt, Hurensöhne, Hurensöhne, es hört sich sehr gut und sehr richtig an auf jeden Fall.
Nicht, dass die Personen, die genannten Personen Hurensöhne sind, aber aus seinem Mund hört sich das gut und richtig an. Es hört sich nicht so an nach dem Motto, das ist nicht sein Style, das passt nicht zu dem. Finde ich überhaupt nicht. Ich finde, das passt auf jeden Fall. Mann, Alter, der übertreibt richtig, ne? Dickerchen. Ich bin ein Battle Rapper, ihr wisst, ich habe kein Problem mit irgendwas. Ausländernutte, Asylantenvater, das ist schon wirklich, das ist Endlevel böse. Und dazu kommen natürlich noch geile Vergleiche. Und was ich noch sagen wollte, ist dieses, als ich damals den Besuch bei Scuzz Deutsch gesehen habe, habe ich mir genau dasselbe gedacht. Boah, dicker Scheiße, Mann, Alter, du repräsentest gerade Deutschland und läufst da so rum, ist ein bisschen peinlich, aber das hat Shindy einfach auch. Und dann Kanada-Deutscher, Ballermann-Säufer, natürlich sehr, sehr gut so. Was mich gewundert hat und was für mich ein bisschen geisteskrank schien, ist, dass der Farid da so ein bisschen mit reinzieht. Da muss man schon gut lebensmüde sein. Und das hat mich auch zu dem Punkt gebracht, wo ich mir dachte, Shindy mag zwar vielleicht in der Kifferphase sein oder vielleicht so ein bisschen drüber sein, full of himself, nach dem Motto, ich bin untouchable, aber ich glaube, der ist immer noch nicht doof geworden und deswegen weiß der, glaube ich, also ich denke, das war nicht alles. Also ich denke, er rechnet mit einer krassen Antwort und ich denke, der hat auch schon halb an einem Konter geschraubt. Also der wird schon irgendwas in petto haben. Der wird jetzt nicht irgendwie ein Kollo oder Farid Diskom oder keine Ahnung, wer da irgendwas macht. Ich denke, Flair sollte nichts machen. Flair, keine Ahnung, wenn Jayce Bock drauf hat, soll er was machen, aber die waren ja nicht gemeint. Das sind Nebensätze, das ist alles easy. Und Animus wurde mit keiner Silbe erwähnt. Also ich denk mal, der hat den Holster auf jeden Fall voll, so dass da wird noch was passieren. Und der wird, glaube ich, vorbereitet sein, weil das ist wirklich, dass er da Farid mit reinzieht, ist krass, obwohl er von dem auch vorher ein bisschen kassiert hat, so ein bisschen viel. Aber das ist halt nochmal ein anderes Level als Kolle so, weil ja, Farid ist halt Farid und das ist nochmal eine andere Gefahr hinter. Weil Kolle ist eh schon so, der hat sich in den letzten, ja, ich glaube eigentlich seit dem Alpha Royal, hat er sich gut selber diffamiert so. Jetzt gerade wieder so einen Aufschwung gehabt durch diese nice Promo-Phase, wie die Leute halt sagen. Aber wie gesagt, also wie er selber sagt, größer als Kolles Angriffsfläche, das würde ich als Battle Rapper auf jeden Fall so unterzeichnen. Die Angriffsfläche ist riesengroß. Im Gegensatz zu Farid, deswegen hat Farid, glaube ich, auch ein bisschen weniger abbekommen. Aber ich denke, wir sind alle, ja, ich denke, wir haben uns alle irgendwie gefreut, egal ob Kolle-Fan oder Farid-Fan oder Flair-Fan oder Shindy-Fan. Ich denke, alle haben sich gefreut über das Ding und alle waren so, oh mein Gott. Okay. Fick deine Mutter, pipapo. Das Einzige, was ich sagen muss, was an einem Diss-Track wirklich so ein bisschen ist, come on, ist so, was sagt er da, schenkt mir eine Orchidee. Ja, und das sage ich auch, wenn ich vor dir stehe. Nee, nee. Nee, Micha, das sagst du auf jeden Fall nicht, wenn du vor dem Boss stehst. Ich habe den selber auch schon mal live gesehen. Da war er noch ein bisschen breiter als jetzt. Da war der breiter als jetzt. Jetzt ist er so ein bisschen auf Definition. Aber das sagst du, wenn du vor dem Boss alleine, du alleine vor dem Boss stehst, sagst du dem das auf jeden Fall nicht. Ich denke, das wissen wir auch alle. Und er hat, glaube ich, er hat auch dasselbe gedacht, weil im nächsten Satz sagt er so, ja, selbst wenn ich 1,50 bin, pisse ich noch. Ja, damit hast du schon beantwortet, ne? Solltest du in den letzten 3 Jahren nicht irgendwie, keine Ahnung, Privatstunden von Chuck Norris oder Steven Seagal himself bekommen haben, sagst du das auf gar keinen Fall, wenn du vor dem Boss stehst. Die anderen Vergleiche sind todesnice, wie der auch immer wieder so Ästhetik mit reinbringt, schöne Vergleiche, schöne Disses. Also es ist ein sehr, sehr gelungener Diss-Track, der, glaube ich, voll aus dem Off kam, voll aus dem Off. Und ich habe gestern auch Flair eine Voicemail geschickt, wo ich so meinte, Dicker, also scheiß mal auf das, was der gegen dich gesagt hat, ist wirklich nicht der Rede wert, war ja auch nicht schlimm. Aber was sollte das? Ein geschätzter Comedy-Kollege hat mir auch geschrieben, der meinte so, was ist mit dem los? Ballert der jetzt oder was? Warum? Woher kommen die Eier? Ich glaube persönlich, das ist eine, Flair hat auch gesagt, Flucht nach vorne. Ich glaube das auch. Das ist einfach, die Promophase war ein Haufen Scheiße. Das Album ist sehr gut. Und jetzt muss der halt Tickets verkaufen und Welle machen. Er macht mehr Stories als sonst, ist nahbarer als sonst, indem der dann auch, keine Ahnung, das selber beantwortet, aber bei Instagram Sachen beantwortet und Leute beschenkt. Er muss halt jetzt Welle machen, weil Mann, Dicker, die Venues sind eigentlich viel zu groß für diese Promophase. So, der hätte eigentlich vielleicht eine Stufe über Flair ansetzen sollen, Tausender, Zweitausender, aber du machst nicht 4.000 bis 12.000, probierst du nicht nach so einer Promophase. Meine Meinung als Pessimist ist so, dass das nicht klappen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
dass das alles voll sein wird. Ich würde es mir wünschen, weil es ist ein geiles Bild und es ist eine geile Bestätigung. Und Deutschrap braucht auch ein Shindy mit Eiern, damit er auch wieder flexen kann, damit andere auch wieder neidisch werden und dagegen zimmern so. Ich denke, das ist wirklich einfach ein Move gewesen. Okay, Promophase lief nicht. Album kam gut an. Feedback ist gut. Ich bin sehr damit zufrieden. Aber ich muss jetzt Welle machen. Und dann hat er einfach dieses Ding rausgehauen. Free Spirit, um das Ganze abzukürzen. Was um das abzukürzen? Um schlussendlich zu sagen, ich denke, wir waren alle überrascht. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass man sagen kann, das ist ein sehr guter Diss-Track, wo der wirklich hart übertrieben hat. Auf jeden Fall. Was aber gut ist für Battle Rap, für Rap. Ich denke, wir sind alle gespannt auf die Antwort vom Boss. Ob der sich mit Farid dazu zusammentut. Es ist auch schön, Battle Rap technisch sehr schlau gewesen, dass Shindy sagt, jetzt habt ihr einen Grund für JBG4. Weil so nimmst du ein bisschen Wind aus den Segeln. Die werden jetzt wegen Shindy kein JBG4 machen. Aber ich bin gespannt, was vom Boss kommt. Ich gehe fest davon aus, dass Shindy noch eine Kugel Minimum im Lauf hat. Ich gehe davon aus, Animus bekommt noch was ab. Weil der ja wirklich aus Hater-Sicht sein Podcast ist wirklich, also Animus, der Hater, der erfolglose Hater, der Podcast aus seiner Sicht ist wirklich schwer zu ertragen, glaube ich, für den Shindy auch oder für Leute, die der da erwähnt. Hat auch, glaube ich, seinen Grund, warum der auf mein Video und Marvin Californias Video nicht eingegangen ist. Sehr schlau, Musa. Aber ich denke, da wird von Shindy noch was gegen Animus kommen müssen. Und ich hoffe, er ist gewappnet gegen Kollege. Also, das waren meine 10 Cents auf jeden Fall. Mein Mini-Auge, mein provisorisches Mini-Auge zum Free Spirit Track von Shindy. Checkt die Tourdaten. Haut da rein, meine Lieben.